بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أسمى ليبي شفستا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لايك das Video teilt das Video Hatte schon alle am Schlafen um die Uhrzeit ja wahrscheinlich konnte bisher nichts machen heute das meistens immer etwas später bei mir weil ich vorher das nicht kann Alhamdulillah ich hoffe euch geht es gut ihr seht ja, erstmal bevor ich zum Thema komme, wollte ich darauf aufmerksam machen. Voraussichtlich, je nach Mondsichtung, ist am 11. August Eid al-Adha. Und es ist eine Sunnah Mu'akkada, nach einigen Gelehrten auch Pflicht, soweit man kann, an diesem Tag ein Schaf zu schlachten. Das heißt, für sich und für seine Familie. Ich habe darüber schon Videos gemacht. Der Asl darin ist, die Grundlage darin ist, dass man das in dem Land macht, wo man ist. Ja? Und dass man das selber macht. Aber wir wissen, dass es gerade in Deutschland oft sehr schwierig ist, ein Schaf zu finden. Dass es in Deutschland oft so ist, dass man, dass das beispielsweise verboten wird, etc. etc. Und deswegen hat IHET für euch eine Möglichkeit, Schafe zu schlachten. Die haben mir das hier geschickt. Da kann man für 99,30 Euro in Somalia Schaf schlachten, für 150 Euro in Afghanistan, für 348,50 in Gaza. Ist bei anderen Organisationen auch ziemlich teuer in Gaza. Ich weiß auch nicht, warum das so ist. Wahrscheinlich liegt das daran, wegen dem Transport und wegen den Leuten, die dafür beauftragt werden, das zu schlachten und so weiter. Ich weiß nicht genau, wie sich das zusammensetzt. Aber auf jeden Fall erstmal dazu. So. Das Thema habt ihr ja gesehen. Ist, ich bin auch Muslim, aber. Was meine ich damit? Das ist erstmal nicht meine Aussage, ich bin auch Muslim, aber. Sondern ich möchte hiermit auf eine Sache auch eingehen, die dem Islam extrem schadet und dem Ansehen der Muslime. Jedes Mal, wenn man über irgendetwas redet im Islam, kommen irgendwelche Leute aus ihren Löchern und sagen dann, ja, man redet zum Beispiel über den Hijab, ja, dann kommen natürlich irgendwelche Nicht-Muslime, die das nicht mögen, dass man über Hijab, über das Kopftuch redet, und fangen dann einen zu beschimpfen, alles so AfD-Anhänger, ja, und sind nicht zufrieden mit dem, was man sagt. Diese Leute, die den Islam hassen, ja, sind ungefähr dieselben Leute, nur mit anderen Namen und anderer Hautfarbe, die den Propheten a.s.w. beschimpft haben. Allah sagt im Koran zum Propheten, es soll dich nicht traurig machen, was sie sagen, ja? Denn sie bezichtigen nicht dich der Lüge, sondern die Ungerechten, ja, verleugnen die Verse Allahs. Das heißt, es geht nicht. Und genauso ist es heute mit denen, die die Religion verbreiten. Diejenigen, die das hassen, was dort gesagt wird, hassen das, weil sie diese Botschaft nicht mögen. Allah sagt im Koran, in Surat al-Buruj, das ist die 85. Sure, وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ Sie haben nichts an ihn gehasst, außer dass sie an Allah, den Allmächtigen, den Lobenswerten geglaubt haben. Das ist sehr, sehr wichtig, weil einige Muslime mit Minderwertigkeitskomplexen erzogen werden und mit der Vorstellung, und ich habe das sogar schon in einer Freitagspredigt gehört, dass der Imam gesagt hat, wenn wir den Islam in Deutschland richtig dargestellt hätten, hätten alle Menschen den Islam angenommen. Hätten alle Menschen den Islam angenommen. Und alle sitzen da, hören das, keiner sagt was dagegen. Okay, Frage. Hat der Prophet a.s.w. den Islam richtig dargestellt? Ja. Hat der Prophet Ibrahim a.s.w. den Islam richtig dargestellt? Ja. Hat der Prophet Musa den Islam richtig dargestellt? Ja. Hat der Prophet Yahya den Islam richtig dargestellt? Ja. Hat der Prophet Hud den Islam richtig dargestellt? Ja. Hat der Prophet Salih a.s. den Islam richtig dargestellt? Ja.
Alle Propheten haben den Islam richtig dargestellt und alle Propheten wurden bekämpft. Allah sagt im Koran: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. Das heißt, so haben wir für jeden Propheten Feinde bestimmt von den Menschen und den Schayatin von den Menschen und den Dschinn, die sich gegenseitig ausgeschmückte laue Worte in Trug sozusagen zuwerfen. Das heißt, mit ihren Worten versuchen, von der Botschaft wegzubringen. Das ist eine Realität. Aber, das heißt, wenn ich zum Beispiel einen Vortrag mache, jetzt sind sie gerade nicht da, die ganzen AfD-Anhänger, und da kommen dann 20 irgendwelche Islamhasser, ja, die behaupten, Islam würde dazu aufrufen, hier in Deutschland besoffen durch die Stadt zu gehen und Frauen zu begrapschen, wie in der Silvester nach 2015. Und die hassen dann, dass jemand redet und sagt, guck mal, das hat mit dem Islam nichts zu tun, das tut ihnen voll weh. Und das sehen dann Muslime. Ah, guck mal, die Kommentare. Guck mal. Das gefällt denen nicht. Der Deutsche, das gefällt ihm nicht. Die haben ja die Kaffeemaschine erfunden. Ja, dann ist das, was der dort sagt, nicht gut. Der stellt den Islam falsch dar. Dann wird dann erzählt, also ich bin auch Muslim, aber das, was der dort sagt, das hat mit Islam gar nichts zu tun. Ich habe ein ganz anderes Verständnis. Gehst dann auf das Profilbild, siehst du das Verständnis tatsächlich. Das Verständnis ist, ich will so bleiben, wie ich bin, du darfst, hat mit Islam gar nichts zu tun. Und das ist das, was den Islam extrem schadet. Möchte gern Muslime, die mit dem Islam nichts zu tun haben. Und jedes Mal, wenn jemand den Islam verteidigt, fangen sie an, dem in den Rücken zu fallen. Jedes Mal, wenn jemand zum Islam ruft, fangen sie an, ihm in den Rücken zu fallen. Jedes Mal, wenn jemand sagt, der Islam ist die einzig wahre Religion, dann sagen sie, ich bin auch Muslim, aber was der sagt, ist radikal, das stimmt gar nicht. Allah sagt im Koran, lekum dinukum waliya din. Allah sagt im Koran, euch eure Religion und uns unsere Religion. Ja, stimmt, euch eure Religion und uns unsere Religion. Wie fängt denn die Sura an? Wie fängt diese Sura an? Wie fängt die Sura an? Wie fängt die Sura an? Ja? Die endet mit dem Vers, euch eure Religion, uns unsere Religion. Wie fängt die Sura an? Die fängt an mit Kul, sprich. Das heißt, Mohammed soll sprechen zu den Menschen. Ja, eyyuhal kafirun. O ihr Glaubensverweigerer. O ihr Glaubensverweigerer. In welchem Zusammenhang ist dieser Vers? Da haben wir schon den ersten hier. Da kommt dann der erste. Guck mal. Alles, was ich jetzt gesagt habe, ist alles vom Koran und Sunna. Da kommt dann schon der erste und schreibt dann, ja, du hast keine Ahnung. Steht hier? Das ist genau das, was ich meine. Hier. Alles. Ja, Talat, wir reden nicht über diese Sure. Wir reden über die Sure, die anfängt mit, die aufhört mit Lekum dinukum waliya din. Euch eure Religion, uns unsere Religion. Ja? Kul ye eyul kafirun, sprich, o ihr Glaubensverweigerer. So fängt die Sura an. So fängt die Sura an. Das heißt, die Sura fängt an, o ihr Glaubensverweigerer. Die ist im Zusammenhang offenbart worden und das schaut man in der Koranexegese nach, weil die Leute erzählen dann immer, ja, diese Radikalen, da haben sie dann einen Begriff für benutzt, der heißt dann Salafisten, das heißt, um die Umma zu spalten. Die interpretieren den Koran nach ihren eigenen Lüsten und Gelüsten. Die beachten den Kontext nicht. Ach ja? Wer beachtet hier den Kontext nicht? Lekum dinukum waliya din? Okay, wie fängt der Vers an? Was ist der Kontext? Der Kontext ist Ya ayyuhal kafirun. Kul ya ayyuhal kafirun. Sprich, o ihr Glaubensverweigerer. Das ist der Kontext. In welchem geschichtlichen Kontext wurde er herabgesandt? Als die Quraysh, die Mushrikun in Mekka wollten, dass der Prophet Kompromisse schließt
mit ihnen, was die Anbetung der Götzen angeht. Und daraufhin wurde gesagt, Lekum dinukum wariyadin, euch eure und unsere. Das heißt, wir haben mit eurer falschen Religion nichts zu tun. Dann, wenn man den Koran interpretiert, schaut man nicht auf einen Vers, sondern man schaut auf alle Verse. Und man schaut noch auf die Hadithe. So, was sagt der Prophet a.s.w.? Was sagt Allah, Entschuldigung, im Koran? So 3, Vers 85. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْلِ إِسْلَامِ دِينًا فَلَا يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنْ الْخَاسِرِينَ. Und wer eine andere Religion als den Islam wünscht, sie wird von ihm nicht angenommen werden und er wird im Jenseits zu den Verlierern gehören. Erstmal für den Matthias. Ja, natürlich, es gibt Übersetzung der Bedeutung des Korans auf Deutsch. Wir sagen, den Koran gibt es in dem Sinne nur auf Arabisch, weil es ja das Wort Allahs ist, was herabgesandt wurde. Ja, und deswegen ist es nicht richtig, eine Übersetzung als das herabgesandte Wort zu sehen. Aber eine Übersetzung ist die Übersetzung der Bedeutung des Korans. Und da kann man schon viel rauslesen. So, jetzt, man erzählt das jemandem, man erzählt das einem Nichtmuslim. Übrigens heute, die Tage, wir kriegen so häufig Nachrichten von Nichtmuslimen, die zu uns sagen, ja, wir haben heute den Islam angenommen. Ich sag zu denen, zu diesen, ich bin auch Muslim, aber Muslimen, ich sag zu denen, wie viele haben bei euch den Islam angenommen? Wenn wir das so alles so falsch machen, warum macht ihr es nicht besser? Zeigt uns doch mal die Leute, aber euch kann ja gar keinen Islam annehmen, wie die Leute anlügt. Euch geht's gar nicht um die Menschen. Denn was sagt Allah? Was habe ich eben gesagt? Sure 3, Vers 85. Und er wird im Jenseits zu den Verlierern gehören. Wer sind die Verlierer im Jenseits? Es gibt nur zwei endgültige Orte, wo man bleibt. Das ist die Realität. Wenn das einem nicht gefällt, dann habe ich nicht den Islam falsch dargestellt, sondern mag die Person den Islam nicht. Aber wir dürfen die Leute nicht anlügen. Zwei Orte, Paradies oder Hölle, gibt es am Ende. So, die Verlierer sind im Paradies? Nein. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, Kullu nafsin dha'ikatul maut. Jede Seele wird den Tod kosten. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawm al-qiyamah. Und dann wird euch euer Lohn am yawm al-qiyamah zukommen. Faman zuhza anin nari wa udkhila al-jannata faqad faz. Und wer dann von dem Höllenfeuer weggebracht und in den Paradiesgarten eingeht, der hat Erfolg gehabt. Der hat Erfolg gehabt. Das heißt, die, die zu den Khasirun, zu den Verlierern gehören, sind die, die in die Hölle gehen. Natürlich unter der Bedingung, dass er die Botschaft bekommen hat. Selbstverständlich, Allah sagt, وَمَا كُنَّ مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبَثَ الرَّسُولَ. Wir haben nicht bestraft, bis wir einen Gesandten geschickt haben. Das heißt, wenn jemand die Botschaft des Islam nicht bekommen hat, oder er hatte keinen Zugang zu der Botschaft des Islams, dann ist er entschuldigt. Aber hier ist etwas sehr, sehr Wichtiges. Du sagst jetzt zu jemandem, guck mal, so ist der Islam. Der Islam sagt das und das. Was ist der erste Gedanke? Der sagt, oh, da muss ich mich mal beschäftigen. Wenn der Recht hat, oh, wird es gefährlich. So, was passiert dann? Dann kommt dann der, ich bin auch Muslim, aber Muslim, und sagt, nein, das stimmt gar nicht, ist ein Radikal. Warum? Weil er ein Schleimer ist. Der will nur, dass er gemocht wird. Das ist das Problem. Er will nur gemocht werden. Ihm geht es gar nicht um diesen Menschen. Uns geht es um die Menschen. Uns geht es darum, dass diese Menschen, dass wir alle gemeinsam ins Paradies gehen. Darum geht es uns. Aber denen geht es gar nicht darum. Denen geht es nur darum, in Ruhe gelassen zu werden. Es sind also Leute, die keine Moral haben. Diese, ich bin auch Muslim, aber Muslime. Ja? Ihr müsst euch vorstellen, wir machen ein Video, einen Vortrag. Da nehmen 17 Leute den Islam an. Und da sind da Muslime darunter, die sich aufregen. Das schadet dem Islam. Das schreckt die Leute ab. Ach so, wenn das die Leute so abgeschreckt hat, warum habt ihr da den Islam angenommen? Hä?
Hier kommt schon wieder einer. Der weiß noch nicht, was ich verstehe, schreibt hier. Glaubt ihm nicht. Versteht ihr? So. Das ist das, was ich meine. Ich bin auch Muslim, aber das, was der sagt, stimmt ja gar nicht. Was haben wir bisher gesagt? Guck mal, sehr, sehr gefährlich. Wenn du mit mir, zum Beispiel mit mir, oder mit irgendeinem Muslim, der die Religion predigt, eine Meinungsverschiedenheit hast, okay? Dann sage nicht, das, was er sagt, wenn das mit Koran und Sunna übereinstimmt, das ist falsch. Egal wer er ist. Denn wenn du das machst, dann verleugnest du nicht den Muslim, dann verleugnest du den Koran. Das ist der Punkt. Da muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Da muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Ist das, selbst wenn er von irgendeiner Sekte ist, mit der ich nicht übereinstimme, von irgendeiner muslimischen Gruppe ist, mit der ich persönlichen Streit habe, okay? Aber er macht etwas, was richtig ist, und jetzt kommt jemand und kritisiert das, was richtig ist, dann darf ich nicht sagen, dann darf ich nicht den Eindruck erwecken, als wenn das, was der oder die gemacht hat, falsch wäre. Das ist sehr, sehr wichtig. Auf der anderen Seite sind wir gerecht. Wenn wir Muslime sehen, die etwas falsch machen, sagen wir, dass sie es falsch machen. Wenn zum Beispiel ein Muslim bei Silvesternacht oder an irgendeinem... Ja genau, und dann haben wir noch Leute, die sich als Muslime ausgeben, aber gar keine Muslime sind. Das ist auch der Witz. Ja? Die kommen aus dem islamischen Land, haben einen islamischen Namen, gehören aber von vornherein der islamischen Religion nicht an. Und sagen, eben ist einer Allah am Beschimpfen hier. Ja? Als Beispiel. Das heißt, um nochmal darauf zurückzukommen, selbst wenn jemand... Wenn jemand etwas macht, was falsch ist, okay, was dem Islam widerspricht, dann sind wir gerecht. Und dann ist es unsere Pflicht, klar zu machen, dass das, was dieser Muslim macht, nicht vom Islam ist. Denn wir wollen ja in erster Linie den Islam verteidigen. Darum geht es uns. Es geht darum, unsere Religion ins schönste Licht zu stellen. Und wie stellt man den Islam ins schönste Licht? Indem man ihn verleugnet? Oder wie? Man stellt den Islam ins schönste Licht, indem man den Islam so zeigt, wie der Islam ist. Und wenn er jemandem nicht gefällt, dann liegt der Fehler nicht im Islam, dann liegt der Fehler in dieser Person. So wie die, über die Allah im Koran sagt, dass sie in die Hölle gehen, dass sie nichts gehasst haben, außer dass sie an Allah, den Allmächtigen, den Lobenswerten, geglaubt haben. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَيُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. Sie haben an ihn nichts gehasst, außer dass sie an Allah, den Allmächtigen, den Lobenswerten, geglaubt haben. Deswegen, was ist hier die Botschaft, liebe Geschwister? Lernt die Religion und steht zu eurer Religion und fallt nicht in die Falle hinein, dass ihr, wenn etwas vom Islam nicht gemocht wird, das verleugnet, um irgendjemandem zu gefallen. Der Islam ist der Islam. Der Islam ist die wahre Religion. Wir glauben, dass der Islam die wahre Religion ist. Wir glauben, dass der Islam die schönste Religion ist. Das ist unsere Überzeugung, von der wir fest überzeugt sind. Zu der wir stehen. Zu der wir stehen müssen. Wenn es jemand nicht gefällt, dann ist es sein Problem. Okay, das erstmal dazu. Okay, liebe Geschwister, ich werde dann auch gleich inshallah Schluss machen. Ist ja auch heute schon spät. Ich wollte noch fragen an euch. Ihr könnt uns dann das zusenden, ob jemanden, weil es gibt da einen Notfall in Wien
ob da jemanden kennt, einen Raki, der sich also mit Rukia auskennt, ob es da jemanden gibt. Ja? Ihr könnt uns das dann inshallah zuschicken. Gut, das ist mal, also meine Botschaft, ist meine Botschaft von heute. Ich bedanke mich bei euch. Macht Dua für mich, dass ich mehr Energie bekomme noch. Inshallah, ich bin mich momentan auf etwas am Vorbereiten. Ich hatte die Tage auch, musste ich ein Buch korrigieren, was gerade geschrieben wird auf Arabisch. Deswegen war ich damit jetzt die letzte Zeit sehr beschäftigt gewesen. Und macht viel Dua für mich, dass ich weiter viel Energie habe für die Religion. Ich bin gerade auch wieder mich auf Pilgerreisen am Vorbereiten übrigens. Verstehe ich nicht. Ja, das Buch von Bilal Phillips, Tauhid, ist ein absolutes Superbuch. Bruder Alban, absolutes Superbuch. Von Bilal Phillips, das Buch Tauhid, ist absolute Weltklasse. Es ist mit schönen, es ist der Tauhid beigebracht, mit schönen Beispielen, gerade auch aus der heutigen Zeit, ja. Das ist ganz toll. Ich wollte noch darauf aufmerksam machen, im Dezember über die Weihnachtsfeiertage. Erstmal nochmal, bitte geht auf IHET, auf die IHET-Seite, ja. Falls ihr schlachten lassen wollt, ja, das ist, habe ich einen Auftrag, euch darauf aufmerksam zu machen. Und wenn jemand mit mir im, wenn jemand zu mir, mit mir im, im Dezember über die Weihnachtsfeiertage mit nach Mekka fahren will, dann kann er gerne mitkommen. Geht dann auf Bakka-Reisen. Inshallah findet ihr dort die Informationen über die Pilgerreise. Jazakum Allah khairan. Aqulu qawli hadha wa astaghfiru li wa lakum wa lisa'il muslimin. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.